Einmal 80 Zentimeter größer als ein gestandener Durchschnittsmann. Kein Wunder, dass das für den schüchternen Mann eine echte Behinderung ist. Der ganz normale Alltag ist für ihn ein Albtraum. Als ich keine Kleidung finden konnte und mir keine Schuhe passen wollten, da merkte ich, dass irgendetwas mit mir nicht stimmen kann. Und als ich dann zur Armee sollte, hatten die kein Maßband, das lang genug war für meine Größe. Doch nicht nur das Maßband bei der Armee war eine Nummer zu klein für den Riesen. Der 33-Jährige braucht alles in Übergrößen, zum Beispiel Schuhe. Leonid hat Nummer 62. Und seine Kleidergröße kann man überhaupt nicht mehr messen. Alles extra Anfertigungen. So wie sein Bett. Leonid schläft in zwei Betten hintereinander. Normal große Gegenstände wirken neben ihm wie die Einrichtung in einem Puppenhaus. Jeder Stuhl, jeder Tisch, viel zu klein. Fast wie angegossen. Oh. Hurra! Jetzt bekam er für seine Rekordmaße sogar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Doch darüber kann sich der größte Mann der Welt nicht wirklich freuen, denn wegen seiner Größe kann er nicht arbeiten. Ja? Meinst du? Ja, er muss weiter. Ich bekomme eine Rente, umgerechnet ca. $30. Normalerweise bekommt man das Doppelte. Und ein normaler Mensch kann auch auf den Markt gehen und dort zum Beispiel Schuhe kaufen. Für mich muss alles, Hosen, Jacken, Socken und sogar Schuhe extra bestellt und angefertigt werden. Und das alles ist unheimlich teuer. No. Aha. Und er hat schon gesehen, diese Schuhe. Aber diese passen auch gut. Эти подойдут тебе тоже. Sollen wir diese anprobieren? Sollen wir diese anprobieren nehmen? Ja, хочешь померить это? Die Ursache für Leonids Größe lässt sich heute kaum nachvollziehen. Leider, denn der Einzelgänger leidet unter seiner Größe, unter den ständigen Blicken fremder Menschen. Er hat Gleichgewichtsstörungen, kann seine Gliedmaßen nicht richtig kontrollieren. Gerade wegen seiner Größe ist er unterlegen. Ja, Georg, er sagte, schnell kommt kaputte Schnürsenkel. Dann schicken wir neue. Ja? Леонид, о шнурках даже не думай, kein Problem. Sagte, ich hab sofort verstanden. Ich denke immer noch mit Grauen daran. Ich will nicht immer wieder die gleichen Fehler machen. Ein normaler Mensch tut so, als ob er bei meinem Anblick nichts Sonderbares bemerkt. Aber es gibt auch viele Menschen, die mit den Fingern auf mich zeigen. Nur zu Hause fühlt er sich sicher. Für den Riesen mit dem verwundbaren Herz ist Haushalt ein Kinderspiel. Gerne würde er mit seinen Händen groß wie Teller einfrieren und Kinder streicheln, doch die haben oft Angst vor den Menschen im Großformat. Dabei wünscht sich der größte Mann der Welt nichts mehr auf der Welt als ein normales Leben.